Hat auch da seine Position ein klein wenig gewechselt, serviert aus der Tischmitte. Dieser Aufschlag, den Wang Chi jetzt insgesamt spielt, diesen Aufschlag seitlich um den Ball, nenne ich ihn immer, ist ja mittlerweile eine probate Alternative zum Gegenläufer geworden, wie ihn Timo Boll spielt. Und immer wieder die Aufschlagvariante aus der Mitte, lang in diese Rückhand. Und der zweite Angriffsfehler, den Wang Chi macht, das sind Bälle, die ihm eigentlich ein bisschen seltener so passieren. Vielleicht auch ein kleiner Hinweis darauf, dass er sich noch ein bisschen verunsichert fühlt. 6:4 für Kirill Skatschkov. Und da war wieder der Fehler auf Unterschnitt. Ist sehr, sehr schwierig für Kirill Skatschkov einzuschätzen, richtig zu lesen, welcher Schnitt da drin ist. Es ist ja so, dass es nicht ausreicht, regelmäßig gegen Abwehr zu spielen. Man muss auch ein klein wenig das Gefühl entwickeln. Vom Touch her ist Kirill Skatschkov auch ein Spieler, dem es liegt, mit Geschwindigkeit zu spielen, dem Geschwindigkeit vom Gegner zu bekommen. Und das ist genau das, was Wang Chi ihm natürlich nicht gibt, vor allem nicht aus dieser Rückhandposition. Und das sollte er nach Möglichkeit vermeiden, wieder das Spiel besser über Mitte Vorhand zu verlagern. Das wäre das, was ich ihm jetzt, sollte ich ihn jetzt betreuen, sagen und empfehlen würde. Es sieht so aus, dass Kirill Skatschkov wirklich da ganz, ganz große Probleme hat, sobald der Ball eben aus der Rückhandseite mit den langen Noppen von Wang Chi verteidigt wird. Hat er die Distanz nicht richtig gefunden, steht einem aus meiner Sicht ein bisschen zu aufrecht und schafft es nicht, den Schnitt von Wang Chi zu brechen, ihn nach oben zu ziehen. Ich würde es in die andere Seite verlagern. Auf der anderen Seite auch Hut ab vor dem, was Wang Chi spielt. Sehr, sehr ruhig. Hat sich jetzt auch von dem 1:5 Rückstand nicht irre machen lassen. Spielt solide seine Abwehr. Gute Länge. Und aus dem 1:5 wird dann 8:6. Sehr gute Serie von Wang Chi. Das wäre der Ball gewesen. Gut so. Gut gespielt jetzt, gut platziert. Und dieses Mal eben nicht in die Mitte und Rückhandseite, sondern versucht eben in Mitte und Vorhand zu bleiben. In diesem Ball, das ist der Ball, wo sein Topspin ein bisschen mehr wie ein Angreifer eben tatsächlich kommt. Guter Platz wieder. Aufschlag, erster Ball, fest in die Mitte. Ein ganz probates Mittel, um eben für Spieler, die jetzt nicht unbedingt gegen Abwehr mit Ruhe aufbauen, direkt punkten zu können.
Eigentlich dachte ich, vielleicht eine Chance für Kirill Skatschkov, diesen Ball direkt zu attackieren. Er hat sich dafür entschieden, direkt zu schupfen. Dieses Mal Wang Chi auf der Hut, läuft sofort rum. Guter Topspin. Punkt für Wang Chi. Und zweimal hat er das sehr, sehr gut gemacht. Bisschen verhaltener Rückschlag von Kirill Skatschkov. Aber umso klarer und deutlicher die Ansage bei 9-9 von Wang Chi. Zweimal mit dem Topspin zu punkten. Zweimal eben genau das zu machen, was einen sehr, sehr guten Abwehrspieler ausmacht. Wenn die Möglichkeit sich bietet, sofort mit einer festen Vorhand zu punkten. Das hat er hier zweimal lehrbuchmäßig gemacht und bringt damit sich 2-0 in Sätzen in Führung. Ich denke, im Grunde ist für Meng das eigentlich in dieser Richtung, dass er gar nicht von der Grundtaktik zu viel verändern muss. Ich würde ihm ein bisschen was gesagt haben, was sein Rückschlagverhalten angeht, vor allem auch auf die Aufschläge von Kirill Skatschkov. Ein bisschen zu gucken, wenn sie eben halblang sind, dass er möglicherweise direkt zwischendurch mal attackiert. Es langt ja diesen Ball nicht unbedingt so fest, aber mit Rotation in die Rückhand von Kirill Skatschkov zu beginnen, um ihn dann zu einem Block zu verleiten und dann sein eigenes Abwehrspiel wieder neu aufzubauen. 0-0, Aufschlag Wang Chi. Gut gedacht von Kirill Skatschkov, aber nicht auch einfach in der Umsetzung. Der Ball, man sieht das in der Zeitlupe sicherlich, nach diesem Rückhand-Topspin, den leichten Gegenspin, wieder etwas verspringt, wieder etwas flacher bleibt als erwartet. Sehr guter Ball, das macht Wang Chi im Augenblick wirklich sehr, sehr gut. Und einfach mal das zu vergleichen, wie macht das Giannis, wie macht das Wang Chi im Augenblick, wirklich deutlicher Vorteil für Wang Chi in dieser Vorwärtsbewegung, wo Giannis noch ein bisschen gewartet hat, geht er hier wirklich sauber in den Ball. Ganz toller Punkt von Wang Chi. Und das ist das, was wir vorher angesprochen haben, dieses geduldige Aufbauen über die Mitte, über die Rückhand. Ich bin nicht sicher, ob Kirill Skatschkov sich damit letztendlich einen Gefallen tut, weil man dann tatsächlich den Spin sehr, sehr gut lesen muss, sehr, sehr geduldig sein muss. Und das ist Kirill Skatschkov normalerweise nicht. Er zeigt das selbst an, war nicht zufrieden mit seiner Technik in der Abwehr. Wichtig ist ja beim Abwehrverhalten, dass man immer etwas in der Vorwärtsbewegung spielt und nicht den Ball nach oben führt, sondern mit dem Ball geht. Klug gemacht, gut Rotation in die Rückhand, um einfach dann den Block zu bekommen, um dann seine Abwehrspiele aufzubauen. Dieses Mal hat sogar die Rotation ausgelangt. Und ganz eindeutig, Wang Chi hier auf der Siegerstraße ist auch bereit, wenn er in die Vorhand angespielt wird, sauber nach vorne zu gehen, sofort mit dem Gegentopspin zu spielen, bewegt sich gut. Kirill Skatschkov muss sich hier eine Menge einfallen lassen. Eigentlich eine gute Chance, hat er gut gemacht. Hat er vielleicht ein Tickchen gezögert, dabei etwas in der fallenden Phase für diesen Vorhand-Topspin. Eine Menge richtig gemacht. Gute Länge im Ball und hier klein wenig vielleicht schon in der fallenden Phase. Hat den Ball vielleicht auch schon für sich abgehakt gehabt.
Sehr gute Länge im Ball. Wirklich wie eine Mauer baut sich Wang Chi vor Kirill Skatschkow aus. Und es ist wirklich kein Durchkommen für Kirill Skatschkow, der sich dann oftmals auch verschätzt und dann zu viel will. Vor allem, wenn die Ballwechsel länger werden, gibt es meist kein Durchkommen für Kirill Skatschkow, der wirklich darauf setzen muss, eine sehr, sehr hohe Trefferquote mit Aufschlag und erstem Ball zu haben. Timeout, frühes Timeout, genau. Ist, glaube ich, weniger eine Sache, dass er jetzt einen taktischen Ratschlag bekommt, sondern einfach seine Konzentration hält, seine Ruhe findet, sich wieder neu findet, neuen Fokus nimmt. Denn er ist hier schon, obwohl es im zweiten Satz 9-beide stand, insgesamt der dominierende Spieler. Und mitunter langt es dann, natürlich nicht zu passiv zu werden, aber sein Abwehrspiel aufzubauen, auch den Kirill Skatschkow eben dazu zu zwingen, dass er eben etwas mit überhasteten Aktionen ihm ein paar, in Anführungszeichen, einfache Fehler mitgibt. Wie gesagt, diese verschiedenen Formen des Timeouts, ein frühes Timeout, ein Timeout, um einfach runterzukommen, sich mal neu zu konzentrieren, das war diese Form, die, was Wang Chi jetzt genommen hat, um eben die Konzentration, den Fokus wieder neu zu finden. Guter Ball. Timeout dieses Mal nicht im Sinne von Wang Chi. Nämlich Kirill Skatschkow macht den nächsten Punkt. Sehr, sehr gut gewartet, sauber gespielt. Diesmal auch nicht mit dem falschen Bein nach vorne gegangen. Und so schnell kann es gehen. Wirkt jetzt ein bisschen fahrig und nochmal. Dreimal ganz, ganz schnelle Punkte, dreimal sozusagen Aufschlag, Rückschlag, ein Ball. Wang Chi muss wieder Ruhe in sein Spiel finden. Gute Aufschlagvariante, dieses Mal mit viel, viel Unterschnitt gespielt. Und das bringt Wang Chi und Fulda die ersten drei Matchbälle. Und nochmal die gleiche Aufschlagvariante. Da hat Kirill Skatschkow sich völlig verschätzt. Gute Aufschläge waren am Ende dann der Schlüssel, wenn man sich Revue passieren lässt. Bei 9-beide zweimal sehr, sehr gut Aufschlag. Erster Ball gespielt im zweiten Satz. Jetzt bei 9-7 zwei direkte gute Aufschläge gesetzt. 3-0 Fulda Marbachfell liegt in Front gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen. Ich bin gespannt auf Spiel Nummer 2, wo wir Liam Pitchford gegen den deutschen Nationalspieler Ruben Felus gleich sehen werden.